Vana Kandi Asana, die Stellung des Yogameisters Vana Kandi. Garote beschreibt es in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asanas und Raffaella zeigt, wie es geht. Bringe den rechten Fuß ans Perineum und den linken Fuß in der Nähe des rechten. Die Zehen zeigen dabei nach vorne. Dann kreuze die Arme und platziere sie auf die Handgelenke. Das ist Vana Kandi Asana, die Stellung des Weisen Vana Kandi. Diese Stellung ist eine Variation von Muktasana, also die Stellung, wo die Beine voreinander sind, oder man könnte auch sagen, die nicht verschränkte Stellung. Diese Vana Kandi Asana gehört zu den 84 Asanas, die nach den 84 Nath Siddhas genannt werden. Nathas heißt Meister und Siddha heißt die Vollkommenen. Die Nath Siddhas ist eine Gruppe von Meistern in einer bestimmten Tradition. Ob diese Stellung deshalb so heißt, weil Vana Kandi normalerweise unbekleidet war, wie viele Nath-Yogis, und er auf diese Weise nicht öffentliches Aufsehen erregen wollte, wenn er länger meditierte, wäre jetzt eine Spekulation. Aber eine andere Erklärung dieser Stellung ist, die Arme sind eben vor Manipura und Muladhara gekreuzt, die Fersen zeigen dorthin. Und so gehört diese Stellung zu den vielen Stellungen, die Appana Vayu in Ojas verwandeln wollen und die Energie von Muladhara und Svadhisthana Chakra nach oben bringen wollen. Mehr Informationen zu tausenden von Asanas und auch die Asanas zu den 84 Nath-Yogis findest du auf wiki.yoga-vidya.de.